ausgetüftelt. Nicht ganz astrein die Sache, aber es lohnt sich. Steigst du ein? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Levelmeister. Mein Name ist Dave. Wir spielen Anno 2205. Und ich muss die Aufnahme jetzt sehr spontan und schnell anfangen, weil beim Laden des Spiels dieser Trenchcoat-Mensch aufgetaucht ist. Und ich habe gelernt, das geht nicht. Toll Spiel. Dass man die Kamera mit der mittleren Maustaste gedrückt gehalten drehen kann. Also die Kamera, also weißt du. Nun, ja. Ich möchte meine Standardansicht, das war glaube ich irgendwie so. Okay, eine Sache muss ich noch machen. Warte. So. Warte. Warte. Wupp. 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 Habe ich gesehen, dass man da ungefähr ein bisschen Platz hat. Hallo. So. Ja, gut. Was war denn dieser Trenchcoat-Mensch jetzt für einer? Was ist das hier? Kann man da Projekt angeboten? Tag auch. Trenchcoat heiße ich. Hab da einen Plan ausgetüftelt. Nicht ganz astrein die Sache, aber es lohnt sich. Steigst du ein? Lieber Trenchcoat, noch nicht, weil ich nämlich keine Ahnung von dem Spiel habe. Was ist das? Ist der Raumhafen, glaube ich, oder? Raumhafengerüst. Nicht freischalten. Ubisoft, mal ehrlich, ne? Das Spiel ist von 2015, also ihr könnt irgendwie das besser. Da gehört ein T hin. So. Da war doch immer dieser Papadopoulos-Mensch. Aha. Dann können wir irgendwie einen Hafen oder sowas hinbauen. Wo ist denn dieser Papadopoulos-Mensch? Wie geht's? Ah. Lange nicht gesehen. Angebote. Lager voll. Handelskosten. Credits, okay. Das ja, da draußen ist eine harte Welt, mein Freund. Vergiss das nicht. Ja, Keule, pass auf. Nein. Freunde, so. Erstmal zu unserem Gebiet. Wir wollten, was wollten wir denn? Sag mal schnell. Schwerindustrie anfangen. Genau, das wollten wir. Wenn ich mich recht entsinne. So, dafür brauchen wir erstmal hier so eine Feldspatmine. Schwerindustrie liefert Nanokeramik zur Weiterverarbeitung. Nanokeramik 5. Credits 1000 haben wir. Polymere 1. Bauen wir. Sieht das cool aus, das Ding. Cool. So, da braucht man noch irgendwas. Hier diese Kobaltmine. Liefert Kobalt zur Weiterverarbeitung. Bla bla bla. Die bauen wir natürlich hier hin. So, das Ganze braucht eine Straßenanbindung. War ja klar. So. Und dann bauen wir eine Straße von hier aus. Ja. Würde ich mal sagen. So. Ding an der Straßenanbindung. Voll gut. Strom. Produktion stark beeinträchtigt. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder senken Sie den Energieverbrauch? Dann baue ich doch mehr Kraftwerke. Warte. Vielleicht baue ich das mal. Boah. Decisions. Hier hin. So. Sehr schön. Wir sind bei minus 1 Reis. Das heißt, wir sollten da vielleicht noch eine Reisfarm bauen. Okay. Die bauen wir dahin. So, Reis plus 4. Jetzt haben wir nicht genug Öl. Bioharz. Kein Thema. Bauen wir da auch noch eine hin. Symmetrie, die Kunst des kleinen Mannes. So, das Ding braucht eine Straßenanbindung. Sieht jetzt nicht schön aus, aber ist effektiv. Und lass mich raten. Nö, noch ist alles gut. Warnung, Energiebedarf nicht länger deckbar. Aha, das ist ja jetzt eher schlecht, ne? Okay, das heißt, wir brauchen noch ein weiteres. Was ist das? Ach, Infozentrum, okay. 97% Effizienz, das will ich nicht.
1% Überlappung. Aber ich will das da hinbauen. Das schmerzt. Wenn ich das so mache, ist geil. Aber wenn ich das so mache, dann ist da die Lücke. Wenn ich das so mache, ist das ein... Wow. Effizienz geht vor. So, Energieprobleme sind auch erledigt erstmal. Okay. Was haben wir denn hier für Bilanzen noch? Wir sind hier, Creditbilanz. Angestellte Lagerhäuser, Unterhaltskosten 1320. Wir sind bei einem Plus. Okay. Angestellte 60 von denen, das dürfte jetzt auch denn, ja, bla, 60 haben wir nur im Lager. Können wir hier irgendwas machen? Großer Überschuss. Okay. Ich würde langsam. Vielleicht mache ich nochmal hier so ein bisschen upgraden, oder? Ja, ne? So. Viel Spaß beim Upgraden, meine lieben Angestellten. Zack, bam. Unsere Kreditbilanz geht runter, dann wieder hoch. So. Sie haben die folgende Baupläne: Neue Gebäudearten verfügbar. Saftkälterei. Okay, da können wir wahrscheinlich Biosaft machen. Ich muss mal ganz kurz hier mein Kopfhörerkabel klebt mehr am Arm, weil hier ziemlich warm drin ist. Gut. Das sieht natürlich auch hammermäßig aus, ne? Boah. Ist das cool. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Komm. Ach, ja. Vitamindrinks. Mache ich jetzt sofort. Lass mich erstmal das Bergwerk gucken. Sieht das andere genauso aus? Nee, das ist anders. Ach, guck mal. Oh. Das ist schon wirklich, wirklich nice gemacht. Gut, kümmern wir uns um die Bedürfnisse unserer lieben Menschlein. Und zwar müssen wir machen eine... Administratoren, Obstplantage. Braucht aber Baubots. Also bauen wir erstmal Baubots. Die würden sich ja anbieten, hier oben zu bauen, lieber. So, bauen wir die da in die Ecke. Die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die sie nicht herstellen können. Okay. Aber ich lasse sie liefern. Und sicherheitshalber bauen wir hier nochmal so ein Logistikding hin. Auch wieder mit dem Platz für, ne, für die Straße später. So. Okay. Jetzt sind wir natürlich arg im Minus. Wie kann man das denn ändern? Wir sind arg im Minus. Warte mal. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Aha. Okay. Jetzt werde ich langsam ein bisschen panisch auch. Warte. Wir bauen nochmal eine kleine Arbeitersiedlung hier hin. Scheiße, wieso geht das denn? Ach so. Ja. Das macht ja Sinn. Machen wir 5. Die Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, nun lass mich erstmal hier. Verschlechtert die Produktivität. Warte. Ich bin da dabei. Kann ich hier auch versetzen. So. Straßen. Es wird langsam hektisch. Ich werde zumindest hektisch. Ob das alles so richtig ist, weiß ich nicht, was ich hier mache. So. Ah, wir sind wieder im Plus. Sehr schön. Also waren es einfach nur fehlende Arbeiter, die wir da gebraucht haben. Sieht man ja auch hier unten. Und wir haben ein bisschen wenig Strom, was auch mit den Arbeitern zusammenhängen könnte. Warte. Bauen Sie mehr Kraftwerke. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Ja, das ist richtig. Ich bin ja noch am Lernen. Schon gesagt. So. Da brauchen wir 500 Administratoren für, wäre natürlich ganz geil. Aber wie es aussieht. Verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Ich bin noch dabei, Sam. Lass mich mal hier. Mann. So. Da geht nicht. Da ist doof. Das ist natürlich auch arg scheiße, ne? Das
ist arg, arg kacke. Hier so? Na komm. Ich fürchte, das mache ich auch verkehrt, aber ich bin im Augenblick auch eher so ein bisschen noch auf Optik getrimmt. So. Jetzt haben wir nochmal 15, jetzt brauchen wir nochmal eins. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das passt natürlich nicht hier zwischen, wie ich es mir eigentlich überlegt hatte. Kommt das eben hier hin. Den Platz dazwischen fülle ich noch irgendwie aus. Da sehe ich keinerlei große Probleme. Sehen Sie? So. Jetzt funktioniert's. Halt die Fresse, Sam. So, wo war ich? Obstplantage. Obstplantage für unsere Administratoren, damit die happy und glücklich sind. Wir haben die Baubots. Jetzt müssen wir eine Obstplantage machen. Ach, guck mal, das passt ja hier wie angegossen. Wie angegossen passt das. Oh, oh Gott. Lieber so scrollen. Okay. Jedes neue Gebäude muss natürlich inspiziert werden. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Und ein Mensch arbeitet auch noch da. Gut, gut, gut. So, Obst, jetzt brauchen wir wieder Arbeiter. Jawohl, 30 fehlen im Augenblick. Ja, da gibt es nur eins. Expansion. Ich glaube, ich werde mal hier hin. Was ist das eigentlich? Wohnkomplex. Okay. Wohnkomplex. Die bauen wir hier hin. Boah. Ich liebe es, wenn das funktioniert und noch passt. So, jetzt können wir natürlich hier machen wir nix. Das sieht es halt so aus, wie es aussieht. Das ist halt so. Okay. Puh, ganz schön. Aua, Entschuldigung. Kabel gegen Mikrofonarm. Okay. So. Wir haben im Augenblick das. Wir haben 43, 45 Arbeitskräfte mehr, als wir eigentlich brauchen. Das heißt, Saftkälterei. Bauen wir. Und zwar eins. Eine so. Müsste eigentlich gehen, ne? Eine so. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Eine so. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Hier eine Straße hin. Haben wir fast einen schönen Block gemacht. Aber auch nur fast. Jetzt brauchen wir schon wieder Strom. Ich werde hier wahnsinnig. Gut, die Administratoren steigen gerade. Warten wir das nochmal ganz kurz ab, bevor hier alles in die Binsen läuft. Okay. Ich möchte gerne dieses Gezeitenkraft. Ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich bin ja lernfähig. Du kommst jetzt mal. Nö, dahin. Ich werde das wahrscheinlich noch ändern, sobald ich dann andere Sachen bauen kann. Vermute ich zumindest mal. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich spiele das hier alles zum ersten Mal. Ich habe null Plan, was ich tue. Null. So, jetzt haben wir das erfüllt. Was brauchen die denn noch? Schlecht hier. Verjüngungskuren. Aha. Also, was mit euch? Wie ist die Lage? Ja, alles supi. Ich glaube, ich baue noch mal hier hinten was dran, dass ich den Block auch noch komplett kriege. So. Und ich nehme an, dass mir dann wieder irgendwas fehlt. Das scheint der Klassiker zu sein. Okay, so, dann einmal hier, einmal so. Haben wir das auch. Gut, 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 gut. Okay. Wir haben 10 Energie. Was haben wir jetzt wieder gekriegt? Neue Gebäude. Gezeitenkraftwerk. Ja, sehr schön. So, Gezeitenkraftwerk. Gucken wir uns mal an. Was kann das? Das produziert 300 Energie. Das hier nur 50. Das heißt, ich könnte mir eigentlich alle anderen Windräder, die mir im Weg sind. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Okay, Spiel, du überforderst mich wieder.
Ich baue jetzt hier so ein Gezeitenkraftwerk hin. Will ich das hier hinbauen? Ja, will ich. Ist mir egal. So, du kriegst eine Straßenanbindung, weil du brauchst eine Straßenanbindung. Ach, schön. So. 370 Energie im Plus. Ist das nicht super? Das freut mich. Wah. Okay. Ich lasse die Windräder noch mal stehen, weil ich nicht weiß, was noch auf mich zukommt. Wollen wir erstmal gucken. Was sind die Ornamente? Ach, das sind so Parks und so ein Kram, okay. Trials Fusion Spielhalle. Ja, Ubisoft, Eigenwerbung ist immer was ganz Feines. Wie groß ist denn das Ding? Mhm. Kostet 500? Baue ich es nicht. Was ist das? Bushaltestelle, Dekorationsgebäude, Lift. Aha. Straßen da tüchten. Großer Parkplatz. Dekoration, weißt du? Wie wär's denn mit einem ganz normalen großen Park? 4.500, huch. Kann ich das wieder zurücknehmen? Abriss. Erstattung 4.500. Gut, das können wir uns noch nicht leisten. So, was ist hier los? 25%, was brauchst du denn? Wareneingang zu niedrig. Ja, das lässt sich ja was ändern, ne? Administratoren, Obstfarm. Zack, kriegst du noch eine zweite. So. Wie sieht's denn so aus? Wir sind bei minus 2 Reis, das ist nicht gut. Und wir haben zu wenig Wasser. Wir haben viel zu wenig Obst. Alles klar. Reis. Futter ist wichtiger. Machen wir erstmal Reis. Kommt hier noch hin. So, das ist die grünen, der grüne Streifen quasi zwischen Wohngebäuden und Industrie. So, dann Wasser. Wasser. War noch irgendwo so ein Küstenbauplatz? Hier nicht. Ah, hier. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Okay. So. Du brauchst eine Straße. Yeah. Ping. So. Wie sieht es jetzt aus? Okay, wir sind immer noch bei minus 16 bei den Früchten. Muss ich jetzt noch eine Obstplantage bauen? Was ist denn hier los? 100%? 100%. Haben wir hier auch noch genug Zeug dafür? Ja. Nun denn, noch eine Obstplantage. So, das sieht gut aus. 75%. So rein rechnerisch. Gebiet gesperrt. Ja, dann halt hier. So, wir sind bei 0. Hervorragend. Wir brauchen 5 Arbeiter, ist aber kein Problem. Okay. Nein. Wir brauchen 5 Arbeiter. Arbeiter. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Hold dein ab. Bin ja schon dabei. So. Oh, Sträßchen hin. Also, dann machen wir hier auch noch eine Straße, eine Querstraße, so eine schöne. So. Hey, Firmenstufe 4. Die Firmenaktien steigen. Danke. Sehr schön. So, wir brauchen mehr Administratoren. Wir sind aber gerade mal so plus minus null. Ich möchte ja eigentlich ganz gerne mal diese großen Häuser hier zu Administratoren weiter pixeln. Das probieren wir jetzt mal aus, oder? So. Das geht jetzt bestimmt voll in die Buchs, aber ist mir gerade egal. Aha.
Aha, sieht nicht viel anders aus, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, wir brauchen da die Arbeitskräfte, also die Administratoren vielmehr. Jetzt haben wir 250 Arbeitskräfte im Plus, das ist was viel. Mehr Industrie, was brauchen wir denn? Was ist das eigentlich hier? Flotte rufen, schicken Sie Ihre Flotte in diesen Sektor. Ja, da kann ich noch nicht mit M. Wir brauchen mehr Reis. Leis, gebratener Leis, du Prolet. Oh, scheiße. Ach, jedes Mal. So, bauen. Straßenanbindung. Das sieht kacke aus. Das nimmt zu viel Platz weg. Oh, nee. Reisraum hin da unten nämlich, ne? Das ist die Idee dahinter. Ich arbeite hier mit Ideen. Ja? Das Plan habe ich nicht. Ideen. Ah, wow. Also es ist schon also komplexer, als man so denken mag zuerst, aber doch erfreulich einfach zu spielen. Bislang. Okay, wir brauchen anscheinend noch mehr Administratoren. Dann mache ich einfach mal Folgendes. Ich mache es mal hier so. Das hätte ich gar nicht... Naja. Und dann werde ich zumindest diese Reihe hier noch erstmal aufrüsten. Dann gucken wir mal, was passiert, ob wir auf die 1000 kommen oder nicht. Und wenn das nicht reicht... Dann machen wir noch die nächste Reihe. Wenn aber dann komplett. So, Arbeitskräfte steigt, Angestellte, Unterhaltskosten, hervorragend. Bis jetzt läuft das ja alles fantastisch. Bin gespannt, ob das auch so bleibt, weil, ne? So, 960, 962, 962, war so klar. Ihre Techniker sind bereit. Beginnen Sie mit dem Bau des Lifts, sobald alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Mein Mitarbeiter John Rafferty ist mit der Lieferung des speziellen Materials schon hierher unterwegs. Aha. Ja. Was muss ich machen? Transportzentren haben wir gemacht. Windparks haben wir auch gemacht. Beginnen Sie das Upgrade. Ach da, es blinkt auf der Karte. Ja, muss man natürlich auch sehen, ne? So, zack. Bau beginnen. Beginnen Sie den Bau von globaler Raumhafen. Ja, Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Das sieht nicht gesund aus. Was zum... Roter Alarm! Wir werden angegriffen. Roter Alarm! Verdammt! Die Fracht! Schützt das Schiff! Menschen der Erde, dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Ach Gott. Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. Der Sprecher ist ja fantastisch. Doch das ist vorbei. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Wir sind die Orbital Watch. Der Mond ist frei. Ja. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen, haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Raumhafenerweiterung genehmigt. Danke. Die Handelsblockade. Der ganze Sektor ist abgeriegelt. Ein militärisches Eingreifen scheint unsere einzige Option zu sein. Befreien Sie die festgehaltenen Transporter, öffnen Sie das Strategiekarte-Menü, betreten Sie den Krisensektor. Ey. John?
Krisenkontrolle. Die Wirtschaft in ihren anderen Sektoren läuft weiter, während sie sich um Militärkrisen kümmern. Benutzen Sie Tab, um alle Schiffe gleichzeitig anzuwählen. Drücken Sie die rechte Maustaste, um den angewählten Schiffen den Befehl zu geben, sich zu bewegen, anzugreifen. Sammeln Sie Treibstofftanks und Munition, um Zugriff auf besondere Aktionen zu haben. Lösen Sie diese im unteren Leiste aus. Okay, öffnen Sie... Achso, das ist da oben. Okay. Ah, da habe ich schon mal versehentlich drauf geklickt, ne? So, betreten Sie den Krisensektor. Ich nehme an, das ist das hier. Intervention erforderlich. Ein Kratzer. Nur ein Kratzer und ich schnapp sie dir einfach. Schwierigkeitsgrad wählen. Standard. Schiffe upgraden kann. Missionsziel. Zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. Mindestbelohnung 30. Kampferfahrung 25 Graphen. Iridium. Ah ja. Wird durch den Abschluss optionaler Aufträge oder Missionsaufträge erhalten. Hauptsächlich durch das Abschließen von Aufträgen und Missionen in Krisensektoren erhalten. Und hauptsächlich durch das Abschließen und blablabla. Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung, was ich tun muss. Ich nehme diese Mission an. Es lädt. Sehr spannend. Schnelltipp. Alle ihre Gebäude müssen... war schnell. Dort haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Reisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befrei unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Ja. Und wie sollte es anders sein? Warte. Na, ich passe da gerade noch so hin. Ich habe einen Faden verloren. Warte mal, was wollte ich sagen? Ach so, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen dann in der nächsten Folge mal, wie was mit dem Kämpfen so funktioniert. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Und deswegen, ich muss nochmal durchatmen, noch eine rauchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder morgen. Oder wenn ich diese Folge hochgeladen habe. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Tschüss.